die 80er Jahre haben angerufen, haben gesagt, hier haben wir eine super Agrarpolitik, wollt ihr die nicht nehmen? Es ist die letzte Plenarwoche in Straßburg für diese Legislatur. Und das, was in dieser Woche stattfinden wird, das ist wirklich das Letzte. Wir haben seinerzeit mehrere Jahre verhandelt für die gemeinsame Agrarpolitik GAP. Uns Grünen war die nicht grün genug. Sprich, es gab so ein paar einzelne Ansätze, mehr Erosionsschutz, wenigstens ein bisschen Rückzugsflächen für Bestäuber. All diese Dinge, die wir eigentlich brauchen, um unsere Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen, die gab es in der GAP in sehr, sehr geringem Maße. Und jetzt wird in einem Eilverfahren ohne parlamentarische Befassung, ohne richtige Informationen, selbst die Kommission hat keine Folgenabschätzung gemacht, jetzt wird im Eilverfahren all das geschleift. Keine verpflichtende Fruchtfolge, kein Erosionsschutz, Brachflächen dürfen unter den Flug kommen, Dauergrünland darf unter den Flug kommen, Kleinbetriebe unter 10 Hektar werden gar nicht mehr kontrolliert, bei größeren Betrieben wird die Kontrollfrequenz gesenkt, Sanktionen dürfen nur noch 1% der GAP-Mittel dann betreffen. Dann hält sich natürlich auch keiner mehr dran. So sieht die jetzt aus. Es ist unfassbar und das Schlimmste ist, wir schaden ja der Landwirtschaft damit langfristig. Denn wenn die Böden erstmal degradiert sind und nicht mehr fruchtbar sind, ja, was wollen wir denn da noch ernten? Wenn wir alle Bestäuber endgültig mit Pestiziden ausgerottet haben, wer soll denn dann noch die Obstbäume bestäuben? Sollen wir allen ein Pinselchen in die Hand drücken oder was? Ich finde es unglaublich, es wird, ich sag's voraus, in diesem Parlament eine breite Mehrheit geben. Und diese breite Mehrheit kommt von den Traktorreifen, die vor dem Parlament gebrannt haben, bin ich fest von überzeugt. Und wenn wir das einreißen lassen, herzlichen Glückwunsch. Demokratische Prozesse können einfach durch rohe Gewalt verändert werden. Das ist das Europa, was ich nicht will. Ich will, dass der Wählerwille respektiert wird, dass wir ordentliche Prozesse haben, mit Anhörungen, mit wissenschaftlichem Input, in dem alle zu Wort kommen, wo man auch langfristig denkt, wo man mal drüber nachdenkt, was bedeutet es eigentlich, wenn wir immer mehr Hitzetage haben. Gerade heute hat ja der Copernicus-Wetterdienst seine Auswertung des letzten Jahres ausgespielt. Immer mehr Hitzetage, immer mehr Extremwetter, mehr Dürren, schlechtere Wasserversorgung. Und wir bereiten unsere Landwirtschaft darauf vor, indem wir sagen, oh, ihr macht eigentlich am besten so weiter wie bisher und kümmert euch nicht drum, das mit dem Wetter, das regelt sich schon wieder. Nein, das regelt sich nicht. Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Und dazu gehört agrarökologische Maßnahmen in der Landwirtschaft und Renaturierung von Lebensräumen. Ohne gesunde Ökosysteme kein Trinkwasser, keine fruchtbaren Böden, keine saubere Luft. Das Nature Restoration Law muss endlich verabschiedet werden und der Rat der Mitgliedstaaten sollte sich so schnellstmöglich dazu durchringen, damit wir diese Planungssicherheit haben. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Ich werde weiter für ein Europa streiten, das seine natürlichen Lebensgrundlagen erhält. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Das sind wir ihnen schuldig.